Du wirst jetzt richtig doll kotzen, dass ich mit einer Kamera um die Ecke komme. Aber so ist das jetzt. Wir dokumentieren unser Leben. Hast du gerade gefurzt? Ja. Ich präsentiere euch unser Quarantänehotel. Wir haben so viel aufeinander gegangen. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich mich hier unten hinlege. Wir bestellen jetzt Essen. Was mache ich denn dann? Ich darf ja theoretisch gehen. Oder sage ich dann, stellen Sie es bitte vor der Tür ab. Weil auch wenn ich das gesetzlich darf, finde ich es ja auch irgendwie dumm. Was dir lieber ist, du kannst natürlich menschlichen Kontakt vermeiden dadurch auch, ne? Du kennst mich. Am nächsten Tag. Na? Na, was geht? Guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's besser. Gestern war der Test positiv und da hatte er morgens 38,6. Ja. Und jetzt heute Morgen hast du... 37,4 wieder. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so, so ein Weltding, sondern... Nein. Ja. Ich glaube, ich habe ein Immunsystem wie ein Pferd. Und das ist schön, das freut mich. Ich werde jetzt heute erstmal hier noch so ein bisschen packen und putzen und die restlichen Löcher in der Wand zumachen. Nächsten Tag. Hello, Party People. Plot Twist. Ich glaube, ich habe mich angesteckt. Also ich habe heute Morgen einen Test gemacht. Der Test ist nach wie vor negativ. Ich teste jetzt jeden Tag. Aber was soll es anders sein? Ich habe eine leichte Bronchitis. Ich bin total verwirrt. Aber das war es auch schon. Ich habe kein Fieber, nichts. Das Einzige, was ich halt gemerkt habe, ich habe ja diesen Aura-Ring. Das ist halt so ein Ring, der halt so die Körperdaten trackt. Und da habe ich heute Morgen gesehen, dass sich halt was verändert hat. Meine Körpertemperatur ist nicht hochgegangen, aber mein Puls ist super hoch. Also ich habe normalerweise einen Ruhepuls nachts von 50 bis 55 und ich hatte einen Ruhepuls von 70 durchschnittlich heute Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit sowas auskennt, aber das ist mein HRV. Der ist nie besonders hoch, aber 10? Keine Ahnung. Auch wenn mein Test negativ ist, was soll es anders sein? Eigentlich ist es nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber manchmal, wenn einfach so Dinge passieren, mit denen man überhaupt nicht rechnet, dann geht's mir gar nicht schlecht, sondern sogar gut. Irgendwie hat uns das jetzt auch so eine Ruhezeit gerade geschenkt, hier einfach mal kurz zur Ruhe zu kommen in diesem ganzen Stress. Aber auf der anderen Seite kotzt es mich auch mega an, weil ich wollte halt die letzten 2 Wochen, bevor wir fliegen und 2 Monate weg sind, wollte ich halt mit meiner Mama verbringen, weil ich meine Mama so wenig gesehen habe in letzter Zeit. Und jetzt ist es so, dass ich diese kostbare Zeit, die ich jetzt gerade mit meiner Mama verbringen wollte, liege ich jetzt hier. Heute ist erst der 25. Das heißt, aus dieser Wohnung müssen wir erst in 6 Tagen raus sein. Ja, und so liege ich hier jetzt in meiner sexy Backstreet Boys Bettwäsche und mache gerade eine Pause, bis ich gleich wieder die Löcher zu spachteln. Ich mache nämlich die ganze Zeit was in der Wohnung, aber immer wenn ich merke, so boah, es wird anstrengend, dann lege ich mich wieder hin und mache ein halbes Stündchen Pause. Und jetzt gerade gucken wir die letzten 2 Folgen von der Bachelor. Spannend. Gestern haben wir eine richtig gute Serie angefangen. Großer Tipp, Queen of South. Die gibt's auf Netflix. Richtig spannend. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hello Leute, ich sehe aus wie Scheiße. Das liegt daran, dass ich mich auch fühle wie Scheiße. Ich glaube, ich halte den Rekord im fettige Haare haben. Ich denke, niemand auf der ganzen Welt kann diesen Rekord schlagen. Das letzte Mal gevloggt habe ich, glaube ich, vor 3 Tagen. Zusammengefasst war es so, ich habe dann so ein bisschen Husten gekriegt, dachte, es bleibt dabei, aber es ist nicht dabei geblieben. Ich habe eine fette Corona-Schelle bekommen. Habe noch auf Instagram erzählt, ich habe Blutgruppe 0 und Blutgruppe 0 steckt sich angeblich nicht so schnell an. Deswegen kann ich mich nicht bei Kevin anstecken und dödödö. Arschlecken. Ich habe mich richtig fett angesteckt. Einen Tag lang ging es mir wirklich richtig schlecht. Mein Fieber war gar nicht so krass hoch. Also mein Fieber war so kurz vor 39. Aber ich habe mich gefühlt, als hätte ich über 40 Grad Fieber. Das war so krass. Mein ganzer Körper war eine einzige Entzündung. Ich hatte Migräne, ich hatte Gliederschmerzen. Aber ich muss dazu sagen, so schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder weggegangen. Mir geht es natürlich jetzt noch nicht so toll, aber ich fühle mich normal krank. So, nachdem ich gestern auf Instagram gesagt habe, dass ich all den Tipps, den die Leute mir schicken, nicht nachgehen kann, weil wir zu zweit in Quarantäne sind und ich jetzt nicht wegen ein paar Lutschtabletten meine Freunde 40 Minuten durch Berlin schicken will, hat mir jemand den Tipp gegeben, dass es ja diese, ich weiß nicht, wie man es ausschreibt, diesen Apothekenlieferdienst gibt. Und da habe ich dann gestern Nacht einfach um 12 Uhr bestellt. Und jetzt haben wir 10 Uhr am nächsten Tag und ich habe dann in die Anmerkung geschrieben, können Sie es uns bitte einfach vor die Tür stellen? Wir haben Corona und da ist meine Apothekenlieferung. Und Pulmol, Hustenbrummel, das ist für mich Kindheit. Ich liebe alles dafür an. Das fühlt sich gerade
an wie die Super-Light-Version von Ich bin krank und meine Eltern bringen mir Sachen aus der Apotheke mit. Ich habe mir einfach so ein paar Sachen bestellt. Genomethol nehme ich irgendwie immer, damit ich besser abhusten kann. Salbei-Bonbons, also ich brauche immer nachts irgendwelche Bonbons, weil ich immer trockenen Husten habe. Und kennt ihr das, wenn man so super krank ist und der trockene Husten geht nachts nicht weg und man hustet sich die Lunge weg? Oh, dann habe ich noch 2 Corona-Tests bestellt und Vitamin C plus Zink, oh fuck, Brausetabletten. Ich dachte, ich hätte Kapseln bestellt. Das plus Omega-3 ist für mich ein Muss. Wir haben gerade Börek bestellt, weil wir nichts mehr zu essen da haben. Wir müssen heute irgendwie echt mal zusehen, wie wir an Essen kommen. Vielleicht mit Rewe-Lieferdienst oder so. Und ich habe in die Bestellung reingeschrieben, dass sie es vor die Tür stellen sollen, weil wir Corona haben, damit die sich nicht anstecken. Und guck mal. 2 Baklava-Bonbons. Das ist richtig sweet. Oh Mann, ich liebe sowas. Kevin hat gerade fast geheult. Ich habe es genau in seinen Augen gesehen. Nächsten Tag. Kevin hat gerade einen Corona-Test gemacht. Und wir haben safe damit gerechnet, dass er noch positiv ist. Kevin ist an Tag 7, ne? Mhm. Positiv getesteter Tag 7. Symptomtag schon Tag 8 oder 9. Ja. Es kommt kein zweiter Strich, ne? Ich bin negativ. Okay, und du bist mir 2 Tage voraus. Das heißt... Ja, so ungefähr. Okay. Das heißt, in 2 Tagen könntest du auch negativ sein, endlich. Willst du sonst noch irgendwas vor der Kamera machen? Ich habe gestern ein Video gesehen, da war dir das recht wichtig, dass bestimmte Dinge eingefangen werden. Guck. Hast du das auch gefilmt? Ah! Hast du das gefilmt? Film mich mal beim Schlittschuhlaufen. Du mich, ne? Halt's Maul, Arschloch. Nächsten Tag. Hallo, Party People. Wow, ich sehe genauso aus, wie ich mich fühle. Es ist der 30.3. Morgen ist der 31. und der Tag, an dem wir raus sein sollen. Ich bin gerade dabei, den Teppich hier sauber zu machen. Da sind noch ein paar Flecken drin, die ich sauber machen wollte. Und ich bin so fertig. Wir haben eben im Keller... Ich habe mich so mit so Handschuhen und Masken in unser Kellerabteil geschlichen. Und habe dann noch sortiert, weil wir noch, wir haben beim Umzugsunternehmen oder Auszugsunternehmen den Keller vergessen. Kevin ist negativ getestet. Er bringt das jetzt zum Wertstoffhof, was weg kann. Und ja, wir haben noch ein Bett hier stehen. Es ist noch Müll da. Es muss noch geputzt werden. Es müssen Sachen noch theoretisch eingelagert werden in diese Einlagerungsbox, wo ich aber gestern erfahren habe, dass man einen Termin dafür machen muss. Und heute ist der 30. und morgen ist der 31. Und ich bin immer noch positiv. Und morgen müssen wir hier raus sein. Und ich habe keine Ahnung, wie das alles klappen soll. Man fühlt sich so machtlos. Ich hasse das Gefühl von Machtlosigkeit. Deswegen putze ich auch die ganze Zeit, um das Gefühl haben, einen Impact zu haben. Aber es gibt einfach so große Dinge, auf die ich so wenig Einfluss habe. Ja, und dann, was soll ich euch sagen? Werden wir mal schauen, ob wir es A schaffen, morgen am 31. aus dieser Wohnung auszuziehen. Und B, wann wir es schaffen, überhaupt zu verreisen. Ja, Fortsetzung folgt. Willkommen zu Corona-Tag 8, zu unserem Auszugstag. Ich war gestern noch positiv und wollte mich jetzt eben wieder testen, aber der Test war kaputt. Also der hat nicht funktioniert und es war der letzte, den wir hatten. Und deswegen kann ich jetzt leider nichts weitermachen, außer darauf warten, dass ich einen neuen Test kriege. Es ist der 31. März und wir müssen ausziehen. Ich habe jetzt überlegt, wie wir das machen. Ich habe auch überlegt, ob ich das vlogge, weil mir das super unangenehm ist, weil das noch so ganz tief in mir verankert ist. Oh mein Gott, die Leute hassen dich, wenn sie hören, dass du deine 4 Wände verlässt, wenn du Corona hast. Aber was soll ich machen? Ich muss ja irgendwo hin irgendwie. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt gleich alles ins Auto laden. Dann fahren wir durch. Wenn ich pinkeln muss auf der Pause, gehe ich natürlich nicht irgendwie auf eine Raststätte oder so, sondern, keine Ahnung, wir fahren runter und ich pinkel irgendwo ins Feld. Ich nehme mir eine Klopapierrolle mit. Und dann fahren wir zu meiner Mama, wo ich einfach im Gästezimmer sozusagen in Quarantäne gehe. Da habe ich auch ein Gästeklo und da muss das die nächsten 2 Tage reichen für Katzenwäsche und Fernsehgucken. Und ich habe die Tür gehört, das heißt Kevin kommt zurück, deswegen werde ich jetzt erstmal frühstücken mit ihm. Und dann geht's los! Noch einen Test in der Schublade gefunden, schade.
Aber der Strich ist viel dünner als gestern. Der Strich hier ist viel, viel dunkler als hier. Are you ready to leave this flat right now? Flatrate? Wir fahren jetzt und es fühlt sich so unbefriedigend an, weil das sind Sachen, die wir nicht mehr ins Auto gekriegt haben. Und jetzt steht das hier alles noch rum und das fühlt sich gar nicht so an, wie sich das anfühlt, wenn man ausziehen will. Aber wir kommen ja in 3 Tagen schon wieder. Ja, eben. Das ist echt gestört. Aber man muss, wir können es ausmachen. Tschüss. Let's go. Freue mich richtig, richtig doll auf die Autobahn. Auf Podcast hören, Musik hören und McDonald's essen. Ich habe richtig doll Bauchschmerzen. Ich habe was vom Frühstück überhaupt gar nicht vertragen. Dann ist McDonald's jetzt genau das Richtige. Das ist super praktisch, da ich nirgendwo rein darf, kann ich jetzt einfach sitzen bleiben und mir wird alles geholt. Ich habe einen Luftballon gekriegt. Ja! 3 Tage später. Hier ist Jaco Wusch aus dem Corona-Lager und ich bin negativ. Woo! Jetzt sind wir wieder hier in Berlin. Ich habe das Gefühl, wir ziehen so 20 Mal aus. Also es ist nicht wie andere Menschen so. Man zieht aus, nimmt all seine Sachen mit, gibt seine Schlüssel ab und dann war es das. Sondern so, hey, heute verlassen wir Berlin. Hey, heute sind wir wieder in unserer Wohnung. Hey, jetzt fahren wir nochmal von Berlin weg und nehmen ein paar Sachen mit. Ja, aber heute ist wirklich der finale Auszugstag. Also... Da hinten stehen die Sachen, die wir mit nach Lübeck nehmen, die allerletzten. Fingers crossed, dass die ins Auto passen. Und heute Abend um 17 Uhr ist die Schlüsselübergabe und dann ist dieses Kapitel finally completely abgeschlossen. Ist die Laune geil? Total! Wir sind gerade auf dem Weg zu diesen Einlagerungsboxen. Wir haben uns so einen Transporter gemietet und bringen die restlichen Sachen aus der Wohnung, die das Umzugsunternehmen nicht mitgenommen hat, und noch Sachen aus dem Keller und das Bett. Die Sachen bringen wir jetzt gerade dahin. Es war ein komplett neues Erlebnis. Morgens aufstehen und 5 Minuten später schleppen. Ja. Was machst du? Weil das so irritierend ist, wenn du da so dieses Regal hochguckst und dann steht da einfach so ein Sofa. Oder da oben hat jemand einfach seine Pflanze mit eingelagert. Sich jetzt so verstecken. Hast du Angst, faul zu wirken? Ja, schon. Ja, wir haben gerade, aber wir haben ja gefragt, ob wir helfen können und die haben gesagt, nein. Nein, nein. Ja, die haben da wahrscheinlich auch einfach ihr System, wie das auf die Palette draufkommt, und wenn wir das als Laien einfach rausschmeißen, dann machen wir es halt schlechter. Ne? Ja. Verschlimmbesser. Genau. Es ist soweit. Wir hatten gerade die Schlüsselübergabe. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dieser Wohnung, auch wenn ja unser Aufenthalt hier nur ein Jahr lang war, habe ich das Gefühl, hat sie einen sehr, sehr großen Teil ausgemacht für Kevin und mich, um auch ein Stück weit mental gesünder zu werden, Platz zu haben, atmen zu können. Also auch wenn das sehr anstrengend war, hier einzuziehen und wieder auszuziehen und es sich wie eine riesengroße Farce anfühlt und vielleicht auch ausschaut manchmal, war das ein wichtiger Schritt, den ich niemals missen möchte. Ja, so viel dazu. Und jetzt gehe ich ganz schnell nach unten, denn ich muss was essen. Ich habe nur gefrühstückt und das war vor 8 Stunden. Wollt ihr übrigens mal meine Konfrontationstherapie zum Thema Höhenangst? Ups, Triggerwarnung Höhe. sehen? 4 Stockwerke runtergucken konnte ich hier das letzte Jahr. Und als wir hier eingezogen sind, hier ist ein Fahrstuhl, da konnte ich nur bis zum 2. Geschoss fahren und musste mich dann wegdrehen. Und hier musste ich dann die Augen zumachen und darüber gehen. Und mittlerweile kann ich einfach hier stehen und kann mich auch richtig übers Geländer beugen. Also, ey, Konfrontation bei so manchen Ängsten ist echt richtig nice. Da wollte ich schon ewig eine Podcast-Folge zu machen. Das ist prall gefüllt, würde ich sagen. Ist das legal, so zu fahren? Ist mir egal. Ja, aber wenn jetzt die Polizei auf der Autobahn hinter uns ist, sagt die dann so, ach Mensch, ein vollgepackter Wagen, oder ach Mensch, ein vollgepackter Wagen. Die sagen, oh, abgedunkelte Scheibe, sehe ich gar nichts drin. Bist du bereit, jetzt hier wegzufahren? Forever. Erinnerst du dich daran, als wir haben mal vor 8 oder 9 Jahren ein Praktikum in Berlin gemacht. Beide. Und dann, als das Praktikum vorbei war nach 6 Monaten, und dann ist mein Papa gekommen und hat uns abgeholt. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich irgendwie irgendwas in Berlin, so eine
S-Bahn-Brücke angeguckt habe und so richtig so einen Herzschmerz hatte und dachte, ich bin so verliebt in Berlin, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und dann haben wir gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder. Hast du das Gefühl jetzt auch? Nein. Wie lange haben wir hier gewohnt in Berlin? 4, 5, 6, 7, 8 Jahre? Jetzt am Stück. 8 Jahre am Stück, aber davor ja auch noch mal ein Jahr on-off. Schnell los. Was zu essen? Ja. Let's go. Hello Party People. Wir sind jetzt gerade bei meiner Mama die ganze Zeit. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht für die Vlogs, wir ziehen aus und verreisen Vlogs, gevloggt. Das war sehr oft das Wort Vlog in einem Satz. Aus 2 Gründen. Zum einen, weil ich einen Fastenvlog gedreht habe. Und aus dem 2. Grund, weil hier ansonsten, außer dass ich gefastet habe, halt nicht viel passiert. Wir chillen hier rum, gucken Filme, entschleunigen ein bisschen. Ich faste. Kevin repariert gerade unseren Roller, der wahrscheinlich schon seit ein paar Monaten nicht mehr läuft, weil er den ganzen Winter in der Kälte gestanden hat. Chris ist hin. Boah. Das ist unser Roller. Ja, ich melde mich dann wieder, wenn es losgeht. Vielleicht, wenn ich packe übermorgen, weil heute ist Samstag und am Mittwoch geht's los. Und jetzt schneide ich aber erstmal den 2. Vlog-Teil. Der muss nämlich morgen raus und ich bin noch nicht weit. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Jala-Jala machen. Na, ihr Geilen? Ich bin gerade am Schneiden. Frohe Ostern, by the way. Auch bei mir ist gerade Ostersonntag. Und da ist mir aufgefallen, ich habe überhaupt nichts zu dem Flug gesagt. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Haben die jetzt ihren Flug verpasst? Haben die diese Vlogs angefangen und wir sehen überhaupt nichts von Bali und können uns jetzt in Ostwestfalen die Kuhfelder angucken? Nein, obwohl die sehr schön sind. Die schönsten Sonnenuntergänge gibt es in 3232 Lübbecke. It is how it is. Unser Flug wäre eigentlich am 6. gegangen und das haben wir nicht geschafft. Ich habe aber ein Flexi-Ticket gebucht und da kann man dann das Datum verschieben. Natürlich muss man obendrauf zahlen, wenn der Flug dann teurer ist, den man sich aussucht. Aber ich habe einen Flug am 20. April gefunden, also nächste Woche Mittwoch, der bezahlbar war. Und deswegen fliegen wir nächste Woche Mittwoch. In der Zwischenzeit kommt wahrscheinlich noch mein Fastenblog. Ich habe gefastet und deswegen würde ich sagen, see you later, Alligator. Und ihr so in a wild crocodile. Ihr seid süß und klein. Macht's gut.